die parlamentarische Demokratie und die präsidiale Demokratie. In diesem Video vergleichen wir diese beiden politischen Regierungssysteme. Das ist Otto. Otto lebt in Deutschland in einer parlamentarischen Demokratie. Das ist Ayşe. Ayşe lebt in der Türkei in einer präsidialen Demokratie. An einem Wahltag können Otto und Ayşe ihre Stimmen in die Urne werfen und können so die Politik in ihrem Land beeinflussen. Ayşe wählt an einem türkischen Wahltag den türkischen Präsidenten und gleichzeitig ihre gewünschten Abgeordneten im Parlament von einer Parteiliste. Davor hört sich Ayşe die Parteiprogramme der verschiedenen Parteien an. Jenes Parteiprogramm, welches Ayşe am besten gefällt, deren Abgeordnete und Präsidentschaftskandidaten geht Ayşe dann wählen. Wenn Ayşe mit keinem der vorgeschlagenen Kandidaten zufrieden ist, dann kann sie auch jemanden aus ihrem Bekanntenkreis als Staatspräsidenten vorschlagen. Dafür müsste sie 100.000 Unterschriften sammeln gehen. Otto kann in Deutschland keinen Präsidentschaftskandidaten vorschlagen. Auch nicht einen Bundeskanzler oder Präsidenten selber wählen gehen. Das wird für Otto alles im Parlament unter den Abgeordneten erledigt. Otto kann jedoch seine Stimme für einen Abgeordneten und eine Partei im Parlament abgeben. Auch Otto schaut sich dafür zuerst die Parteiprogramme an und wählt seinen Favoriten. Ayşe hat nun ihre Stimme gegeben. Wenn über 50% der türkischen Wähler den gleichen Präsidentschaftskandidaten wie Ayşe gewählt haben, dann ist die Wahl vorbei, und Ayşe ist zufrieden. Wenn nicht, dann muss Ayşe nochmals für eine Stichwahl an die Urne gehen. Diese Stichwahl findet wenige Tage später statt. Otto kann sich nach seiner Stimmabgabe zurücklehnen. Otto kann danach politisch gesehen nichts mehr beeinflussen. Aber wie gesagt, die Abgeordneten im Parlament erledigen für Otto alles. Wenn Ottos Partei über 50% Wähleranteil bekommen hat, dann kann diese Partei selber das Land regieren. Wenn nicht, muss diese Partei einen Regierungspartner finden. Das nennt man dann Koalition. Und zusammen werden dann Kompromisse ausgehandelt. Ottos gewähltes Parteiprogramm wird so vielleicht nie umgesetzt. Bisher haben wir erfahren, wie sich die parlamentarische Demokratie von der präsidialen Demokratie unterscheidet. Im verlinkten Video erfahren wir, welche Form der Demokratie die zwei Länder Deutschland und die Türkei leben. Es gibt die direkte, indirekte und die halbdirekte Demokratie.